Die Tennisstars von morgen haben sich wieder mal auf dem Platz zusammengefunden. Die Jugendverbandsmeisterschaften standen nämlich beim Tennisverband Berlin-Brandenburg auf dem Programm. Die nun anstehenden Finalspiele wurden auf dem Platz von Blaugold Steglitz ausgetragen. Es war schon eigentlich ein harter Weg. Das Halbfinale war auch wirklich schon sehr schwer gegen Helena Buchwald. Ich hatte das jetzt nicht unbedingt erwartet, weil ich hatte zwei sehr schwere Gegner auch, drei jetzt mit dem Finale. Und ja, deswegen war es halt sehr überraschend. Bei den U11-Mädchen standen sich die an 1 gesetzte Sophie und die an 2 gesetzte Katharina gegenüber. Mit 6:2 und 6:3 schaffte es Sophie klar und deutlich. Auch bei den U11-Jungen konnte der an 3 gesetzte Felix Trikart mit 6:4, 7:6 überzeugen. Spannend aber, am Ende doch klar verliefen die Matches bei der Altersklasse U12. Bei den Mädchen musste Zora König über 3 Sätze lang am Ball bleiben, was sich am Ende dann aber gelohnt hat. Mit 2:6, 6:2, 6:2 ging das Spiel an Zora König. Auch bei den U12-Jungen konnte der an 2 gesetzte Diego De Dura Palomero vom Tennisclub SCC wie schon oft einen Sieg mit 6:2 und 7:5 erspielen. Ich fand, es war sehr gut. Ich habe mich sehr gut bewegt und auch sehr gute Schläge gespielt. Nicht so gut verlief das Match bei den U14-Jungen für den erstgesetzten Artem Ljapschin vom Tennisclub Grunewald, denn er verlor das Spiel mit 2:6 und 4:6 gegen den an 6 gesetzten Paola Vasquez vom BTTC Grünweiß. Anders hingegen bei den Mädchen freuen durfte sich hier nämlich die an 2 gesetzte Anouk van Riesen mit 6:4 und 6:1. Also am Anfang vom zweiten Satz habe ich ein bisschen angefangen, unkonzentriert zu werden. Aber sonst bin ich sehr zufrieden eigentlich. Bei den Mädchen der Altersklasse U16 gewann mit 6:2 und 6:2 Luca Bohlen deutlich gegen Diana Niedens. Bei den Jungen wird sich das noch am letzten Finaltag der Jugendverbandmeisterschaften entscheiden. Bei den U18-Mädchen hingegen ging es ziemlich spannend zu. Emma Gevorgian musste sich gegen die zweitgesetzte Julia Su vom Tennisclub SCC mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben. Jonas Pelle-Hartenstein durfte sich schon am ersten Finaltag über seinen 7:6 und 6:4 Sieg gegen Lenny Hallberg freuen. Das Finale, das war ja 6:4, 6:4 das Ergebnis. Und also ich fand erstmal im ersten Satz habe ich nicht so gut gespielt. Aber im zweiten habe ich dann schneller gespielt und auch aggressiver und es wurde dann auch besser. Die Preise wurden übergeben, die Sieger sichtlich glücklich. Doch welchen Stellenwert hat diese Meisterschaft eigentlich? Das sind eben die wichtigsten Meisterschaften. Es gibt 10 Titel zu vergeben, 5 bei den Jungs, 5 bei den Mädchen. Und wer da einen gewinnt, den behält man fürs Leben. Hart um den Sieg gekämpft, wer wird es das nächste Mal machen? Das lässt sich herausfinden, wenn sich die Nachwuchstalente erneut zu den Jugendverbandsmeisterschaften auf dem Platz treffen.